Wie habe ich mich gefühlt in der Schulzeit? Es war schwierig. Es war teilweise ein Kampf, zur Schule zu gehen. Also es gab Phasen in der Schulzeit, wo ich Angst hatte, zur Schule zu gehen. Es war auch ein bisschen ambivalent, weil ich hatte das Bedürfnis, okay, ich gehe zur Schule, ich will die Person sein, die ich bin. Das implizierte so Sachen wie, ich will mich schminken teilweise. Ich will meine Augen schminken, ich will meine Kleidung tragen, die ich tragen möchte. Es war, konnte manchmal ein Zylinder sein, manchmal ein Ledermantel oder einfach überwiegend sehr enge, feminine, girly Klamotten so. Und ich wollte der Mensch sein, der ich bin, war auch provokativ. Also das muss ich auch sagen, ich war sehr provokativ in meiner Schulzeit, nichtsdestotrotz. Aber es war verdammt schwer. Also ich hatte oft teilweise Angst, in die Schule zu gehen. Ich hatte Angst vor allem vor den Pausen. Es war nicht sicher, wie verbringe ich, es war immer unsicher, was erwartet mich in der Pause, werde ich alleine rumlaufen, laufen dann doch vielleicht irgendwelche Freunde von mir mit, oder es hing auch immer damit zusammen, mit wem ich gerade befreundet war oder nicht. Ich hatte viel Angst in der Schule, ich war oft traurig, deprimiert in der Schule, und es war einfach, es war hart, wenn die anderen Mitschüler halt permanenten Fokus auf dich haben. Und deine Sexualität, die für dich ja auch wirklich schwierig ist, permanent thematisieren, sie als was Negatives darstellen, beziehungsweise sogar noch sich lustig darüber machen oder aggressiv werden, sowohl verbal als auch physisch gewalttätig werden. Und du damit alleine bist auf der Welt. Oder, ne, also teilweise. Ich war der einzige Junge auf meiner Schule, der geoutet war. Ich war der einzige Homosexuelle. Also, ich war sowas wie ein bunter Hund in der Schule. Ich war der einzige Mensch, der dazu stand. Ich habe mich mit 16 geoutet, sehr früh. Und es war verdammt hart. Also, ich hätte mir einfach teilweise Verbündete gewünscht, die ich hin und wieder auch hatte, aber nicht durchgehend. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach die Jungs einen Schritt zurückgegangen wären, dass sie einfach sagen sollen: Es ist dein Leben, wir führen unseres, es ist deine Sexualität. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass es oft die unsichereren Jungs waren, die Sprüche gemacht haben, die mich angegriffen haben, die mich angefeindet haben, weil ich glaube, dass die sich ihrer Sexualität selber auch nie so sicher waren oder so angekommen sind mit bei sich selbst, so selbstsicher waren, dass sie sagen können, okay, ich bin hetero oder was auch immer. Ein homosexueller Mensch, da kann mir nichts tun. Es greift mich nicht an, es macht mich nicht unsicher, ich stehe auf meinen Beinen, ich bin stabil genug. Und die Jungs, die teilweise vielleicht sogar schon eine Freundin hatten, cooler waren, vielleicht ein bisschen reifer, entwickelter waren, die waren auch total relaxed damit, die waren entspannt damit, die haben mich in Ruhe gelassen, die waren sogar eher sogar vielleicht freundlich oder kumpelhaft zu mir so. Das habe ich so wahrgenommen. In meiner Familie war meine Sexualität schon Thema, seitdem ich, glaube ich, gehen konnte. Ich denke, meine Eltern wussten mit quasi meinem ersten Wort, naja, vielleicht nicht mit dem ersten, aber ziemlich früh, dass ich nicht so bin wie alle anderen. Ich denke, die wollten es nicht wahrhaben, aber denen war schon immer bewusst, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich glaube, die konnten es noch nicht benennen oder wollten es noch nicht benennen, aber seit klein auf wollte ich Prinzessin sein. Nichts anderes. Ich wollte Prinzessin sein. Ich wollte kein Prinz sein. Ich wollte eine Prinzessin sein. Ich wollte schön sein. Ich wollte mich nicht dreckig machen. Ich wollte. Ich war künstlerisch. Ich wollte mich ausdrücken. Ich hatte große Gesten. Hab immer getanzt, immer gesungen. Wie gerade schon erwähnt. Meine Schwester hat das wahrgenommen sehr früh, indem auch mit diesem Prinzessin-Ding. Ich wollte halt immer eine Prinzessin sein, ich wollte mich wie eine kleiden, und meine Schwester kam mal zu mir mit meiner Cousine, die beide gleich alt sind, meine Schwester und sie. Und sie kam zu mir, da erinnere ich mich dran, und hat mich gepackt und geschüttelt und gesagt: Du bist ein Prinz, du bist ein Prinz, du bist keine Prinzessin, wenn, dann bist du ein Prinz. Und irgendwann habe ich resigniert und gesagt: Okay, ich bin ein Prinz. War traurig, und dann, glaube ich, waren sie um die Ecke, und dann habe ich gesagt: Okay, ich bin eine Prinzessin! Genau, und das von meiner Schwester.
Meine Eltern haben es auch früh wahrgenommen. Es war denen auch schon immer klar. Ne? Ich habe mein Kleidchen getragen, was meine zweite Mama mir geschnitten hat. So. Und auch die anderen Verwandten haben es gesehen. Mein Papa hat es mal angesprochen. Da war ich vielleicht 14 Jahre alt. Vielleicht, ja, um den Dreh. Und hat mich mal ganz direkt mit der Frage konfrontiert: Bist du schwul? Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich schwul bin. Es war mir aber einfach zu früh. Ich war noch nicht sicher und stark genug, dass ich sagen kann, ja, ich bin's. Und ich hab's negiert. Ich hab gesagt, nein, ich bin nicht schwul, ich bin einfach wie ich bin und ich bin vielleicht nicht so wie die anderen, aber nein, ich bin's nicht. Und dann meinte er zu mir so, wenn du nicht schwul bist, dann zieh dich gefälligst anders an, zieh dich an wie ein Mann. Und es gab viel, viel, viel Stress in meiner Familie. Meine Schwester hat mich versucht zu verteidigen, meinte so, guck dir doch mal den und den an, der ist doch auch sehr feminin, aber nicht schwul. Und wir hatten einen Friseur, der auch einen sehr femininen Touch hatte, der zu uns nach Hause gekommen ist, ein guter Freund von meinen Eltern, der heterosexuell war, aber eher feminin. Und sie hat auf ihn verwiesen, guck doch mal, er ist doch auch so und das hat nichts zu bedeuten. Und ich glaube, meine Eltern wurden auch einfach oft von meiner Familie oder von außenstehenden Menschen damit konfrontiert. Und sie waren oft in so einer Rechtfertigungssituation. Und ja, es war schon immer Thema. Und ich glaube, denen war es schon immer klar, wollten es aber auch nicht bewusst haben. Mein Outing war mit ungefähr 15, 16 Jahren. Ich war mir schon eine lange Zeit bewusst, dass ich schwul bin. Es wussten auch schon einige ganz ausgewählte Menschen, hauptsächlich enge Freunde. Dann die erste Person, die es wusste, war meine Nachhilfelehrerin. Der habe ich es erzählt. Die hatte überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen Freunden von mir, zu meiner Familie. Und bei ihr konnte ich, hatte ich das erste Mal das Gefühl, bei ihr kann ich wirklich so sein, wie ich will. Tuntig, schwuchtelig, was auch immer ich konnte, so sein, wie ich wollte. Und sie hat es benannt einmal und ich so, ja, ich bin schwul. Was aber dann zum meinem richtigen Outing in meiner Familie, das war mit 16, das war in der Zeit, wo ich angefangen habe, immer öfters feiern zu gehen. Ich bin spät nach Hause gekommen oder früh nach Hause gekommen. Ich bin teilweise nach Hause gekommen, wenn meine Eltern aufgestanden sind und meine Eltern haben sich halt gefragt, was mache ich die Nacht und ob ich nicht vielleicht die Nacht mit irgendjemand oder bei irgendjemand verbringe. Das hat meine Mutter mir mal so gefragt, gesagt, dass das ihre Frage war. Ich habe ein Buch entdeckt, kurz bevor es dazu kam, dass ich mich oute, habe ich ein Buch entdeckt im Arbeitszimmer von meiner Mama, was der Titel war ungefähr Wir lieben, wen wir wollen, Selbsthilfebuch für homo- und bisexuelle Jugendliche und ihre Eltern. Und das war auf einmal da, also der Arbeitsraum war vor meinem Zimmer, ich musste da durchgehen, um in mein Zimmer zu gelangen. Und das war da und habe ich gedacht, okay, bald wird es soweit sein. Und so war es auch. Ich bin eines Morgens nach Hause gekommen, ziemlich früh von der Party. Meine Mutter ist gerade aufgestanden und sie hat mich gepackt und gesagt, so, setz dich dahin, wir reden jetzt. Diesen Augenblick hatten wir schon mehrmals. Ich habe immer instinktiv gespürt, wann es soweit sein wird, dass meine Mutter mich damit konfrontieren möchte. Und ich habe es oft geschafft zu sagen, okay, ich muss jetzt ganz schnell weg und tschüss. Bin dem nochmal ausgewichen. Aber an dem einen Morgen, ich weiß nicht warum, ich hatte die Stärke, ich hatte den Wunsch, ich hatte das Bedürfnis zu sagen, ja, ich bin schwul.